Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Let's Kill Runde. Wir spielen heute die Schädelhänderin und damit ist dies der letzte Killer des zweiten Durchlaufes der zweiten Let's Kill Reihe sozusagen. Die Singularität. Ich bitte nochmal zu beachten, vor zwei oder drei Wochen, wo ich jetzt das Video hier bearbeite, kam die Singularität raus. Ich habe mit diesem Killer nur ein einziges Mal gespielt in einer Random-Gruppe, also in einer angepassten Runde und habe diesbezüglich also absolut gar keine Erfahrung. Ich habe den überhaupt noch nicht gelevelt, also kann ich auch noch überhaupt gar keine offizielle Runde mit dem aufnehmen. Ich bitte dies zu entschuldigen. Beim dritten Durchlauf wird dieser Killer aber definitiv mit bei sein. Und ich werde so versagen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt bei der Schädelhänderin und wir spielen heute mal ein bisschen mit der Verteidigungsfähigkeit ihrer Drohnen. Und zwar habe ich mir da ausgedacht, wir nehmen Flüche mit und ein kleines bisschen Anchiden und Aura gepaart mit guten Addons. Also fangen wir mal direkt an mit Antigen. Und Aura Reading, zwei altbekannte Perks, nehmen wir Überladen und Tödlicher Verfolger mit. Die kennen wir zu Genüge mittlerweile. Und jetzt kommen die Flüche. Und zwar Fluch, Nervenkitzel der Jagd, verlangsamt die Überlebenden beim Zerstören und Segnen von Totems. Und das deutlich. Und dazu noch haben wir das Fluchtotem von der Fäule Blutgunst, was den Effekt hat, wenn wir jemanden verletzen, egal wie, dann wird in einem Umkreis um uns herum 32 Metern für 15 Sekunden sämtliche stehenden Paletten blockiert. Und das ist gar nicht mal so schlecht, denn mit unseren Drohnen können wir diese Totems verteidigen. Wir bekommen angezeigt, wo die Leute sind, ob sie an unsere Drohnen rangehen. Sie müssen sie zuerst deaktivieren, die Drohnen, bekommen dadurch Klammerfallen. Dazu komme ich gleich, da gibt es nämlich ein schönes Add-on, was da auch noch denn mit reinspielt, mit der Tatsache, dass sie nämlich die Drohnen entfernen müssen. Und bis sie denn das Totem zerstört haben, bis dahin bin ich längst wieder da. Wir hoffen einfach ein bisschen auf Glück bei den Totem-Spots. Also kommen wir direkt zu den Add-ons. Und zwar habe ich da zum einen da die zufälligen Lichtimpulse. Dieses Add-on hat den Effekt, dass Überlebende, die den Aktivitätsbereich einer Drohne betreten, für 3 Sekunden eingeschränkt sind. Und dieser Effekt wirkt sich 5% stark aus. Also sie sind innerhalb unserer Drohnen für 3 Sekunden verlangsamt. Kann vielleicht den anderen ein oder anderen Hit bringen. Und außerdem nehme ich noch das Infrarot-Upgrade mit, was den einfachen Effekt hat, immer wenn eine Klammerfalle entfernt wird, wird die Aura des Überlebenden für 4 Sekunden angezeigt. Mit tödlicher Verfolger sind es 6. Also, die Tatsache, dass sie unsere Drohnen entfernen müssen, ansonsten können sie nicht unbeschadet im Bereich unserer Drohnen bleiben, denn sonst wären sie gefährdet. Deshalb bekommen sie zwangsläufig Klammerfallen. Deshalb deaktivieren sich diese Klammerfallen nach einer Zeit und dementsprechend bekommen wir eigentlich relativ häufig Info, wo sind jetzt überhaupt Überlebende. Und wie das sich auswirkt, ob wir Glück mit den Totem-Spots haben, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, das sehen wir gleich. Viel Spaß beim Zuschauen. Let's kill. So. Wir schauen uns mal die Sache an. Ob das so klappt, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Ich hoffe. So, ruhig ein paar. Na, hier nicht. Ah, eben gerade. Hier. So, jetzt haben wir zwar keine Dingens mehr.
Alles klar. So, Nummer 1. Kriegt auf die Fresse. Er ist eingeschränkt. Alles gut. Er ist eingeschränkt. Er wird schmeißen. Oh, die Sau, ne? Hä, der war doch gerade, oder nicht? Oh, ist das eine Scheiße. Ah, ich hasse die Map. Die Paletten müssen weg. Die Paletten müssen weg. Mein Freund, ich säuber hier die ganze Map von Paletten, ne? Er kann ruhig die... Oh. Das müssen wir ja mal gerade verhindern. Er ist abgehauen. Das kann, glaube ich, noch interessant werden hier. Ich glaube, das kann noch sehr interessant werden. Dort hinten. Perk ist aktiv. Sie muss halt weit laufen. So. Den machen wir auch mal gerade weg. Und hier war wieder jemand. Sie müssen weiterlaufen. Ach ja, das kann interessant werden. Oh, Alter, was? Hä? Der Steve. So, können wir nur hoffen? Wurde jemand aufgehangen? War ich gespannt, wie viele Drohnen jetzt verschwinden. Das ist gut. Die ist noch da. So, hier platzieren wir oben gerade eine. Gut. Da hinten ist halt Jen. Ja, scheiße, hier sind keine Paletten mehr, ne? Wir müssen mal ein bisschen hier
Sluggy, Alter. Sluggy, Sluggy machen. Ach, er war noch gefährdet. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Da will jetzt jemand auf Krampf das Totem zerstören. Ja. Das war aber Fluch-Nervenkitzel. Also kann das weg. Hier sind drei Gens, die ich abtrappen kann. Ob das reicht? Eins, zwei, drei. Ah, gut. Na komm. Steve. Hier wurde ein Totem zerstört. Das wollen wir ja schön sein. Weiß gar nicht. Ah, der macht, der tut die gar nicht dingsen. Dann kann das weg. Dann muss ich hier oben die Drohne hinsetzen. Ich könnte sie auch unten hinsetzen, aber die müssen ja hoch, um die Drohne zu machen. So. Ist ein typisches Dingens-Gameplay. So, die müssen wir wegmachen. Die müssen wir ein bisschen dichter hier ransetzen. So, und die tun wir nochmal aktivieren. Die heilen sich erstmal. Die haben Angst. Chocopan hat sich versucht selber zu befreien. Ich habe keinen Grund, woanders hinzugehen. Ich habe keinen Grund, woanders hinzugehen. Hier sind meine Gens. Habe ich nicht. Ich habe keinen Grund, woanders hinzugehen. Hier wird jetzt versucht zu retten. So, wir müssen direkt mal rüber zu dem Totem. Zu das Totem. Okay. Hä, wo kam... müssen über Alarmruf packen. So, Chocopan ist tot. Chocopan ist tot. Alter, ich wollte gerade sagen, wo sind die Haken? So, das Totem hier. Aha. Gut. Steve. Mein Freund.
Sprintboost. Sie hat ihren Sprintboost verkackt. Müssen wir nach hier hinten bringen. Die Kate hat die Drohne oben entschärft. Hi. Ich will die Kate haben. Die Kate war noch nicht am Haken. Die Kate war noch nicht am Haken. Ich will sie. So. Ich habe gar nicht so viel gesagt. Ich war auch hochkonzentriert, muss ich ehrlich sagen. Oh, hier sind halt keine Paletten mehr. Das ist gut. Also Blutgunst hat uns definitiv was gebracht. Genauso wie... Oh nein, da wollte ich... Scheiße. Wollte ich gar nicht, so ein Mist. So, der Gen ist auch abgetrappt. Hier hinten. Ich laufe immer wieder außen rum, ne? Ich Idiot. Ich habe jemanden gehört, glaube ich. Ah, die Kate lässt sich sterben. Ja, moin. Mac, was geht? Das ist die Kate, sorry. Ist Bullshit. Brauche ich nicht hinrennen. Gut, die Drohne wurde entfernt. Bin schon wieder außen rumgelaufen. So, Dau gehst mir auf den Sack. Immer dieses ständige Rumgespringe hier. Ach, moin! Alter! Hi, Steve. Noch eine Palle. Alter, ich bin gerade hängen geblieben. Ich weiß gerade nicht, wo ich die hingelegt habe, ne? Ah, hi, Kate. Alter, ich sehe halt nichts auf dieser Scheiß-Map. Wenn möglich, würde ich gerne an den Haken ran. Das wäre ganz cool. Junge, kotzt mich das an. Das ist so ein Fenster, was dir alles versauen kann. Wo ist der Typ? Der ist unter mir. Ja, moin!
So, der Typ ist, glaube ich, tot. Ja. Also, ich würde sagen... Ich glaube, ich muss das ein oder andere... Den ein oder anderen Fluch... Ich glaube, ich muss den ein oder anderen Fluch mal mit der Schädelhänderin spielen. Das Verteidigen... Mit den Drohnen... Geht eigentlich ganz gut. Überleg mal, wir hätten es ja locker geschafft. Wir hätten es locker geschafft, aufgezehrte Hoffnung zum Laufen zu bringen. Ja, da würde ich doch mal sagen, das war gar nicht mal so verkehrt. Die Taktik ging doch schon wirklich gut auf. Die haben gemerkt, irgendwas, der versucht hier Totem zu verteidigen mit seinen Drohnen und ist immer wieder da, etc., bla bla bla. Also, ich würde sagen, es hatte schon Auswirkungen. Vielleicht kann man das mit anderen Totems noch ein bisschen besser spielen. Blutgunst war jetzt nicht das ultimative Fluchtotem, aber wir haben den ein oder anderen Scheiß haben wir dadurch verkürzt, beziehungsweise haben den ein oder anderen Hit durchgekriegt. Wie bei dem einen, den Steve zum Beispiel. Das waren die letzten 2 Sekunden Blutgunst, da hat der auf einmal einen Hit bekommen. Also ich würde sagen, das könnte man eventuell noch ein bisschen ausbauen. Wie dem auch sei, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim Neustart des nächsten Let's Kill Durchgangs. Overplayed and out. Tschüss.